Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Susu, ich grüße dich. Du möchtest wissen, ob dein Herzensmann sein Ex noch liebt, ja oder nein? Und das klären wir bei dieser Legung. Sein Gegenwart zeigt diese Karte und ihr Gegenwart zeigt diese Karte. Erstmal betrachten wir seine Situation. Die Störche symbolisieren eine Veränderung. Er möchte eine Veränderung in seinem Leben und das ist diese Trennung, was die Sense symbolisiert. Das schneidet etwas ab wie ein Schwung. Und das betrifft sein Privatleben, so wie diese Liebesgöttin das auch zeigt. Kann auch bedeuten, dass er gerade in einer Wandlung befindet, in einer Art Transformation und ändert sich seine Gedanken, seine Einstellung, seine Pläne und auch seine Gefühle. Und er steht zu dieser Liebe, die Liebe zu dir. Die Vergangenheit wird er abschließen mit einem Schwung. Ihr Gegenwart zeigt die Wolke. Das heißt, es ist alles bewölkt. Es ist alles undurchschaubar. Sie weiß nicht, was kommt als nächstes. Sie wünscht einen Neuanfang und sie meint, das gelingt ihr, und kann endlich angekommen zu sein. Oder sie versucht diese Beziehung noch retten, weil sie sucht die Bestätigung, die Sicherheit und Stabilität, verankert zu sein. Dieser Anker symbolisiert aber auch Beruf, Berufung und es ist auch möglich, dass sie beruflich etwas verändert. Aber momentan ist alles noch in die Schwebe. Was die beiden verbindet oder nicht verbindet, das zeigt in die Mitte dieses Turm. Und es ist wie ein Wand zwischen den beiden. Und sie kann klopfen, wie sie will, sie kommt nicht bei ihm an, weil er blockt das ab. Er schneidet das ab, er will keinen Kontakt zu ihr. Hat sich einiges verändert in sein Liebesleben. Dieser Turm symbolisiert auch Ämter oder Gericht. Das kann sein, dass sie im Gerichtssaal noch begegnen. Aber eine Versöhnung oder eine Liebe ist hier nicht sichtbar. Ich befrage jetzt mein Pendel. Ganz konkret, so wie du die Frage gestellt hast, liebt er sie? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er liebt sie. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, er liebt sie nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet so lala, vielleicht ein bisschen, man kann das nicht einschätzen, weil eben das alles undurchschaubar ist. Liebt er sie? Die Antwort ist nein, er liebt sie nicht. Und ich denke, sie liebt ihn auch nicht. Liebe Susu, das war die Antwort auf deine Frage. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.